Die Hintergründe sind folgende: Ich möchte unabhängig von zum Beispiel dem Supermarkt werden, möchte mein eigenes qualitativ hochwertiges und gesundes Obst und Gemüse anbauen und auch zugleich meinen Geldbeutel schonen. Und ich denke, viele von euch da draußen haben auch die gleichen Beweggründe, warum sie zum Beispiel eigenes Obst und Gemüse anbauen bzw. ein Permakulturprojekt haben oder gar in die Selbstversorgung gehen. Und von daher tue ich euch jetzt in dem Video 5 Pflanzen vorstellen, die für mich ein Must-Have in der Selbstversorgung sind. Die Kulturen, die ich in diesem Video aufliste, habe ich aus folgenden Kriterien damit aufgenommen. Einerseits pflegeleicht, ertragreich und auch hier aus meinen eigenen subjektiven Erfahrungen, die ich jetzt bei über 6 Jahren im Permakulturbereich gesammelt habe. Fangen wir mit einer meiner Lieblingskulturen an. Ich denke, viele von euch lieben es einfach im Sommer frische Tomaten zu sich zu nehmen. Und Tomaten sind wirklich eine sehr einfache Kultur. Die Pflanzen wollen einfach nur wachsen. Sie sind recht pflegeleicht. Es ist mir schon in den letzten Jahren so oft passiert, dass zum Beispiel durch Spätfröste die Pflanzen beschädigt worden sind, auch mal richtig stark. Und sie ja dann trotzdem nach 2-3 Wochen Erholung dann wieder gekommen sind und dann kräftig gewachsen sind. Das gleiche hatte ich mal das in umgekehrter Richtung mit starker Hitze. Da ist die Pflanze dann komplett abgestorben, war komplett vertrocknet bis auf oben ein kleiner Trieb und daraus ist dann auch wieder eine super Pflanze wieder rausgekommen. Natürlich auch wieder die ganze Erholungszeit hat dann eine bei der Pflanze eine Versetzung verursacht. Wichtig für den pflegeleichten Anbau ist einerseits, dass ihr darauf achten sollt, dass die Pflanzen geschützt werden, weil manche Tomatensorte sind dann recht anfällig für Braun- und Krautfalle. Ich baue sie zum Beispiel bei mir im Gewächshaus oder im Folientunnel an. Gibt auch Sorten, die kann man im Freiland anbauen, die halt Braunfäuleresistenzen. Also schaut da dementsprechend nach den entsprechenden Sorten, damit ihr zum Beispiel nicht gegen Braun- und Krautfalle dann vorgehen müsst. Außerdem ist die Tomate eine Wüstenpflanze. Das heißt, sie kann über längere Zeiträume ohne Wasser gut klarkommen und auch schön wachsen. Wichtig dabei ist, dass ihr schon in der Jungpflanzenvoranzucht darauf achtet, dass ihr eure Pflanzen nicht zu sehr verwöhnt mit Wasser, also tiefe Wurzeln bilden. Tomaten können bis zu 1 bis 2 Meter tiefe Pfahlwurzeln bilden, um so halt das Wasser in tieferen Schichten zu bekommen. Und zu guter Letzt ist die Luftzirkulation sehr wichtig. Also lichtet eure Pflanzen sehr gut aus, damit halt auch die Luft von unten her gut zirkulieren kann, dass die Pflanzen besser abtrocknen können und auch hier die Braun- und Krautfäule besser gemieden wird, beziehungsweise vorgebeugt. Das Besondere an den Tomaten ist die ganze Fülle der Vielfalt. In den Supermärkten gibt es ja meistens nur Fleischtomaten, Cocktailtomaten, Salattomaten und die sind halt meistens rot, sind recht langweilig, aber die ganze Tomatenwelt ist vielfältig. Viele verschiedene Formen, Farben, weiß, grün, gelb, Riesenparadeiser, Fleischtomaten, Flaschentomaten, Tomaten zum Einkochen, zum Soßen machen. Also wirklich die Vielfalt ist wunderbar. Und ich habe letztes Jahr bei mir in der Permakultur war ein schönes Tomatenjahr, da habe ich ungefähr 500 Kilogramm, also eine halbe Tonne Ernte gehabt. Und das habe ich zum Beispiel also für mein eigenen Verzehr auch sehr viel genommen, auch verkauft. Aber für euch zur Selbstversorgung kann man damit auch sehr schön Tomatensoßen einkochen, Tomaten als Ganzes einlegen, wie man es zum Beispiel in Russland macht, oder einen speziellen Tomatensalat, wie ich ihn zum Beispiel bei mir im Shop anbiete, da wo viele verschiedene Zutaten mit reinkommen, kann man auch unten in der Videobeschreibung mal nachschauen. Außerdem findet ihr auf meiner Saatgutliste über 40 verschiedene Tomatensorte, findet ihr auch unten verlinkt, könnt ihr auch zum Beispiel bei mir Saatgut bestellen. Die nächste Kultur kann dafür sorgen, dass Freunde, Bekannte, Familie oder auch der Nachbar euch meiden, weil im Sommer die Zucchini zu viel Früchte abwerfen und ihr keine Ahnung habt, wohin damit. Die Zucchini ist ein sehr wichtiger und fester Bestandteil meiner Permakultur, aber auch meiner Ernährung. Ich baue die sehr gerne im Sommer an, kann schon mit der Voranzucht im April beginnen, kann die aber auch mit der Direktaussaat im Mai wunderbar machen. Die ist sehr wuchsfreudig, wächst schnell. Wenn der Boden recht locker ist, Nährstoffe leben da in dem Boden ist und die optimalen Bedingungen für die Zucchini gegeben ist, Wärme und auch die nötige Wasserversorgung vorhanden ist, dann werden die Zucchinis richtig schnell wachsen und euch auch schon bereits im Juni mit wunderbaren Früchten begrüßen. Hi. Besonders bei einem sehr schönen, warmen, optimalen Sommer könnt ihr dann von Juli, August und September wirklich eine richtige Fülle an Zucchini bekommen. Die überschwemmen euch gar und ihr könnt dann bis zum Frost eigentlich wunderbar Zucchini ernten. Das ist meistens so im Oktober, wo ich dann die Pflanzen dann rausreiße und ihr könnt mit den Zucchinis richtig viel anfangen. Wie gesagt, ich bin Rohköstler, ich mache mir da jeden Tag einen Zucchinisaft damit, esst die auch so. Kann man roh wunderbar essen, muss man halt schauen, dass die nicht bitter sind. Da gab es ja auch schon mal Vorfälle, dass die dann Leute daran gestorben sind. Also da drauf achten, wenn die Zucchini bitter ist, einfach ausspucken. Solltet ihr nicht essen.
What a brilliant idea. Man kann aber auch sehr viele andere Sachen machen, zum Beispiel Zucchini-Suppe draus für bei einem heißen Sommer sehr erfrischend oder auch Zucchini-Tomaten-Ketchup, dass man hier zum Beispiel eingekochte Sachen für den Winter macht. Dann bleiben wir gleich bei den Kürbisgewächsen und zwar bei den sehr extrem pflegeleichten Kürbisse, wirklich auch ein Must-have für jeden Selbstversorger. Mein Vater sagt zum Beispiel immer, dass man einfach Kürbissamen nehmen soll und sie einfach in den Misthaufen reinwirft. Die wachsen schon von alleine. Und genau das mache ich auch bei mir immer wieder. Anstelle von einem Misthaufen, was ja nichts anderes als ein Komposthaufen ist, werfe ich sie halt bei mir auf den Kompost und dort tut er meine vorgezogenen Kürbisse oder auch gleich direkt Samen rein und die dort einfach wachsen lassen. Auf dem Mist- bzw. Komposthaufen sind sie mit allem Möglichen versorgt. Dort ist genug Leben, damit die auch wirklich wuchsfreudig umherwuchern können. Da ist alles vorhanden. Außer wenn mal der Sommer richtig trocken über längere Zeitraum ist, ist es halt sehr wichtig, dass man den Kompost dauerhaft gießt, damit da die Pflanzen nicht austrocknen. Das ist beim Kompost halt die erhöhte Gefahr. Deswegen gehe ich auch manchmal dann dort mit ein paar Gießkannen hin, damit die Pflanzen dort wachsen. Aber wenn er, sagen wir mal, der Sommer ist richtig schön warm, ab und zu mal kommt ein Regen, damit die Pflanzen super versorgt werden, dann hat man da überhaupt gar kein Problem. Da muss man auch gar nichts machen. Auf dem Komposthaufen ist es auch schön warm. Das bei Spätfrösten ist immer erlebt, dass sie bei minus 1 Grad überlebt haben. Und auch hinten raus im Oktober sind das wirklich die letzten Pflanzen, die einen Mehltau abbekommen. Und sie können auch wirklich einen guten Ertrag abwerfen. Vor allem, wenn man jetzt solche Sorten wie einen Hokkaido anbaut oder die mehr als 850 Jahre alte Sorte GT Okonosim, die ich bei mir schon seit 3 Jahren anbaue, wo dann pro Pflanze auch gut 3, 4, 5 riesengroße Früchte. Auch den GT Okonosim findet ihr auf meiner Saatgutliste, falls ihr Interesse habt. Wichtig, wenn ihr euer eigenes Saatgut nimmt, achtet auf die entsprechenden Familien von den Kürbissen. Also zum Beispiel gibt es die Familie Maxima und da kreuzen sich die Kürbisse innerhalb dieser Familie. Also zum Beispiel, wenn ihr Butternut und Hokkaido anbaut, die sind in 2 verschiedenen Kürbisfamilien, die würden sich nicht miteinander kreuzen. Aber zum Beispiel Kürbis und Zucchini, die würden sich zum Beispiel miteinander kreuzen. Das heißt, wenn ihr da Saatgut nehmen möchtet von euren Kürbissorten, dann schaut, dass halt da ihr nur eine Maximalsorte zum Beispiel anbaut oder eine Muskatsorte. Und wenn ihr unterschiedliche Maximalsorten habt, dann schaut auf die entsprechenden Verhütungen. Gibt es auch sehr viele Videos hier auf YouTube. Boy. Dann kommen wir zu den Leguminosen, wie zum Beispiel Buschbohnen und Stangenbohnen. Vorteil dabei ist halt, dass sie über ihre Knollenwurzeln auch Stickstoff aus der Luft in den Boden binden können und auch hier das Umfeld mit Stickstoff zum Beispiel versorgen kann, weil der Boden die entsprechenden Knollenbakterien auch hat. Vorteil davon ist, dass sie dadurch die Bohnen recht pflegeleicht sind. Die wachsen einfach, ohne dass ich halt da entsprechende Düngung damit reinbringe. Der Vorteil dabei ist, dass man die zum Beispiel da als Nachkultur von Starkzehrern optimal nutzen kann, wie zum Beispiel bei Kartoffeln, wenn man Frühkartoffeln im Juli erntet, dass man da auch mal Bohnen mit aussehen. Der Vorteil von Stangenbohnen ist, dass man sie auch vertikal anbauen kann und somit Platz sparen kann. Entweder man baut sich ein eigenes Spalier, ein Gerüst oder man kann, wenn man zum Beispiel so Folientunnelringe übrig hat, die auch daran wachsen lassen. Viele tun auch zum Beispiel ihre Hauswände damit begrünen. Nice. Hat man jetzt nicht die entsprechende Möglichkeit in die Höhe zu bauen, dann empfehle ich immer wieder Buschbohnen anzubauen, weil man die dann zum Beispiel in Kombination mit Tomaten anbauen kann, weil man in der Regel die Tomaten in die Höhe anbaut und unten als Bodendecker kann man zum Beispiel Buschbohnen anbauen, hat man hier ein wunderbares Mischkulturverhältnis von Tomaten und Buschbohnen und in der Regel zum Beispiel haben wir die Feuerbohnen und auch die Buschbohnen sind sehr ertragreich, sehr pflegeleicht und man kann dann über den ganzen Sommer hinweg super Bohnen ernten und kann auch da viele verschiedene Gerichte machen. Manche kochen sie ein, lagern sie ein, frieren sie ein, machen schöne Gerichte daraus, also für Bohnen gibt da auch sehr viele Möglichkeiten, was man damit machen kann und für Selbstversorger wirklich optimal. Für die Permakultur auch sehr zu empfehlen, was damals die Mayas gemacht haben in Mexiko, dieses Milpa-Beet, dass sie Bohnen, Mais und Kürbisse angebaut haben in der Kombination. Der Mais hat dann hier die Struktur für die Bohnen gebildet, damit die halt da ranranken können und der Kürbis hat nochmal zusätzlich dafür gesorgt, dass Gras unterdrückt wird, damit halt hier die Bohnen keine Konkurrenten haben und die Bohnen haben halt mit ihren Knollenwurzeln die entsprechende Stickstoffversorgung und Düngung für die Starkzehrer wie Mais und Kürbisse gewährleistet. Stichwort Mexiko kommt mir gerade nicht recht, denn die haben dort eine wunderbare Knolle, die man auch bei uns kultivieren kann und hier über den Winter regelrecht die ganze Zeit ernten kann. Die Rede ist von Topinambur.
Topinambur ist eine sonnenblumenähnliche Pflanze, wo man die Knollen verzehren kann. Diese Knolle ist auch eine wunderbare Alternative zu Kartoffeln, wenn nicht sogar die gesündere Alternative, wie ich finde, weil die Topinambur Inulin hat im Vergleich zur Stärke, die schleimbildend bei den Kartoffeln ist. Und dieses Inulin sorgt auch dafür, dass die Topinambur die bessere Wahl für Diabetiker zum Beispiel ist. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass Topinambur ein Präbiotika für euren Darm ist, und wenn euer Darm noch nicht so optimal dran gewöhnt ist, dann könnt ihr auch dementsprechend Verdauungsprobleme am Anfang haben. Deswegen am Anfang immer langsam ran an die Sache gehen und dann später steigern. Andere Vorteile finden sich auch im Anbau wieder. Topinambur ist wirklich sehr pflegeleicht und wuchert auch sehr stark. Das heißt, man könnte sich in einer Ecke in einem Garten pflanzen und da würde sich auch... Die verbreitet sich recht schnell über die Wurzeln. Also das heißt, wenn ihr da immer wieder was erntet und da kleine Wurzelstücke übrig lässt, dann werden da immer wieder neue Pflanzen rauswachsen. Je nachdem, wenn ihr nicht zu sehr wollt, dass sie sich zu stark verbreitet, müsst ihr eventuell mit einer Wurzelsperre da handhaben oder die auch in einem Kübel anbauen. Auch ein weiterer Vorteil ist, dass ihr die Topinambur als eine Art Wühlmaus-Ablenkung nutzen könnt, weil da die Wühlmäuse zum Beispiel sehr gern rangehen. Das heißt, dass ihr, wenn ihr ein Wühlmaus-Problem habt, dass ihr vielleicht an einer Ecke versucht, die Wühlmäuse dort hinzulocken und dort Futter anbietet. So. Jetzt bekommt ihr noch ein kleines Extra. Jetzt bekommt ihr noch mal ein kleines Extra. Und ich denke, der Punkt dürfte für viele sehr klar sein. Und es handelt sich dabei um eine Pflanze bzw. um eine Kultur, wo man mit der Zeit und auch mit den Jahren immer weniger Aufwand hat und eine immer wieder größer werdende Ernte auch bekommt. Und die Rede ist hier von Obstbäumen. Thanks, Captain Obvious. Die Vielfalt von Obstbäumen ist wirklich sehr groß. Auch hier in Deutschland kann man neben den Klassikern wie Apfel, Birnen, Quitten, Zwetschgen, Mirabellen, Pflaumen, Süßkirschen, Sauerkirschen, Pfirsich, Aprikose, Nektarinen, noch andere weitere Exoten am Bonn, die viele vielleicht nicht kennen, wie zum Beispiel Indianerbananen, winterharte Granatäpfel, Kaki für die Selbstversorgung im Winter, Maulbeeren, Feigen, Kiwis, Trauben, Goji-Beeren, Sandorn, Johannisbeeren, Erdbeeren und auch die ganz großen Kaliber wie zum Beispiel Maronen und Esskastanien, Walnüsse und Eicheln. Und da gibt es wahrscheinlich noch viele weitere Obstbäume, die angebaut werden können. Bei den Obstbäumen und Beerensträuchern gibt es ja sehr viele verschiedene Sorten, die auch einen unterschiedlichen Erntezeitpunkt hat. Von daher würde ich da empfehlen, dass ihr euch die Sorten so zusammenstellt, dass ihr vielleicht im Juni schon eine kleine Ernte habt, im Juli, im August, im September, Oktober, November, vielleicht sogar auch im Dezember mit Kakis, dass ihr halt einfach jeden Monat etwas zu ernten habt und nicht dann auf einmal, sagen wir mal im August, dann wirklich eine riesengroße Ernte habt und ihr dann überhaupt nicht mehr wisst, wohin mit den ganzen Sachen, dass ihr auch dann nochmal in Stress kommt, da einfach Zeit investiert, dass ihr auf einmal so viel verarbeiten müsst. Also schaut bei der Baumschule eures Vertrauens nach. Jetzt haben wir gerade Januar, ist ziemlich mild. So im Februar, März sind wir neue optimale Zeitpunkte, um Bäume zu pflanzen. Also kann man sich jetzt schon mal Gedanken machen, wenn man Platz hat, neue Obstbäume zu setzen. Denn der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war gestern und heute ist der zweite. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn ich eine Pflanze vergessen habe, die auch wunderbar ertragreich und pflegeleicht zum Beispiel ist und die in jedem Selbstversorgergarten gehört, könnt ihr mir gerne das in den Kommentaren wissen lassen. Sonst freue ich mich auch über einen Daumen nach oben, gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren und auch dabei auf die Glocke drücken, damit ich euch weiterhin mit solchen Videos beglücken kann. What? Zum Beispiel, wie du zu einem relativ faulen Gärtner wirst und deinen eigenen selbstdüngenden Boden aufbaust. Dieses Video findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und auch in der Endkarte. Schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei für meine weiteren Angebote, wie zum Beispiel Saatgutliste oder auch meinen eigenen Shop, wo ich zum Beispiel auch Fermente mit anbiete oder auch eingekochtes, damit ihr auch da mein Permakultur-Projekt zusätzlich unterstützen könnt und mich weiterhin für euch diese Mehrwert hier bieten kann in diesem Form von Content. Wer nochmal zusätzliche Unterstützung haben möchte in Sachen Permakultur, ich biete auch Kurse und Coachings an, da könnt ihr euch auch gerne bei mir melden, damit ihr halt einen Vorsprung habt, beziehungsweise auch von meinen Erfahrungen in Sachen Permakultur bekommen könnt und hier auch Zeit zusätzlich spart, also einen regelrechten Sprung. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr in Richtung Ernährungsumstellung, Gesundheit und schleimfreie Heilkost gehen möchtet. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin, ciao.